Hallo, hier ist der Mike. Vielleicht kennst du das. Du wirst als DJ angefragt oder erhältst Angebote, auf einer Hochzeit, auf einem Geburtstag oder auf einer Familienfeier aufzulegen. Hast aber kein Geld für eigene Lautsprecher, für eigene Lichttechnik, ja vielleicht sogar nicht mal für eine eigene Abspieltechnik. Dann habe ich eventuell jetzt eine Lösung für dich. Hier, jetzt, in diesem Video. Viel Spaß! Kennst du das, was ich eben beschrieben habe? Vielleicht hast du sogar mal selbst um Rat in einer Facebook-Gruppe gefragt, welche günstigen Lautsprecher du dir kaufen kannst, um deine ersten Gigs spielen zu können. Vielleicht hast du dann dasselbe erlebt wie zum Beispiel Christian, der auch in einer Facebook-Gruppe gefragt hat und da gleich von Anfang an solche Antworten gekriegt hat wie: Spar dir lieber das Geld und kauf dir was Gescheites. Grundsätzlich haben diese DJs auch recht, aber du weißt genauso wie ich, erst sparen? Von was soll ich denn sparen, wenn ich keine Gigs habe und ich kann keine Gigs spielen, wenn ich keine Lautsprecher habe? Als ich 2014 als hauptberuflicher DJ gestartet bin, erging es mir ganz genauso. Ich hatte keinerlei Technik, ich hatte keinen Controller, ja, ich hatte noch nicht mal einen Laptop und ich hatte auch keine Lautsprecher und ich hatte keine Lichttechnik und trotzdem habe ich eine Lösung gefunden, wie ich damit durchstarten könnte. Also es gibt eine Lösung, um genau zu sein, es gibt sogar drei und die möchte ich dir jetzt einmal vorstellen. Tipp Nummer 1, das ist der Tipp, den ich angewendet habe und der heißt: von einer Technikfirma leihen. Das habe ich zu meiner Anfangszeit gemacht, als ich, wie gesagt, wirklich keinerlei Technik hatte, keinerlei Geld hatte, um mir etwas zu kaufen, aber trotzdem schon die ersten Anfragen erhalten habe, wo man mich gebeten hat: Ey Mike, hast du Bock auf eine Hochzeit aufzulegen? Hast du Bock auf einen Geburtstag aufzulegen? Also habe ich mit dem Kunden eine, auf gut Deutsch, Endgage vereinbart und habe dann mich mit einer Technikfirma in Verbindung gesetzt und habe von denen Technik angemietet. Habe mit denen abgesprochen, was ich genau brauche an Lautsprechersystemen, vielleicht sogar ein bisschen an Lichttechnik. Die sind ja auch erfahren, die können dich ja beraten dabei und sagen: Hey, bei uns wird öfter das und das verwendet oder für eine kleine Hochzeit, eine kleine Firmenfeier sind diese Lautsprecher empfehlenswert oder sind diese Spots oder Moving Heads oder was auch immer die halt haben, dementsprechend empfehlenswert. Und die geben dir auch einen kleinen Tipp. Und meistens bewegt sich so eine Mietsumme, ich nenne jetzt mal eine Hausnummer, zwischen 50 und 150 Euro ungefähr. Da kriegst du schon ein paar gute Lautsprecher, um kleine Feiern spielen zu können. Hast du Lichttechnik mit dabei. Ich bin dann immer zu der Technikfirma hingefahren, habe die Technik ausgeliehen, habe sie mitgenommen, habe sie dann selbst auf der Veranstaltung aufgebaut, nach der Feier wieder abgebaut und bin dann einen Tag später wieder zur Technikfirma hingefahren und habe die dort abgeholt. Manch eine Technikfirma liefert sowas auch an und baut sowas auf, das kostet dann halt ein bisschen mehr. Das kannst du aber mit der Technikfirma im Endeffekt auch selbst abklären. Zumindest habe ich das 2 Jahre lang wirklich gemacht, weil einfach Technikfirma, die Technik dort mieten, hat einfach gewisse Vorteile für mich gehabt. Unter anderem war es zum Beispiel, du kriegst immer brandneues Equipment, du kriegst geprüftes Equipment, du hast immer Equipment, was funktioniert. Wenn irgendwas, ich sag mal, wenn du eigenes Equipment hast und da geht was kaputt, dann musst du dich selbst um Ersatz bemühen, du musst dich selbst um die Reparatur bemühen, das ist dort halt nicht, weil du holst dir immer die neueste Technik ab, gibt es ein paar neue Lautsprecher, dann hat die Technikfirma die meistens auch gleich im Sortiment und kann sie dir jetzt leihweise oder zum Verleihen dementsprechend auch gleich mitgeben. Also es hat sehr, sehr viele Vorteile gehabt, besonders da du halt kein Geld am Anfang ausgeben musst, um direkt in Technikkauf selbst investieren zu müssen. Das heißt, du kannst mit null starten, leihst dir die Technik dort auf, die bezahlst du dann auch meistens erst bei Abholung zum Beispiel oder dann, wenn dein Kunde dir deine Gage von dem Gig im Endeffekt überwiesen hat und einen Teil davon, wirklich einen Bruchteil davon, nimmst du dann halt für diese Technikmiete. Ich meine, dieser selbe Bruchteil ist jetzt vielleicht geringfügig ein bisschen höher, als wäre es eine Abschreibung von Technik, die du selber kaufen musst. Aber wie wir schon gesagt haben, wenn du das Problem hast, du stehst am Anfang, hast kein Geld für Technik, hast kein Geld, um dir was kaufen zu können, selbst nicht mal ein paar Billiglautsprecher und so weiter, dann leih dir diese Technik an. Das ist die beste Variation. Das ist auch das, was ich dir definitiv empfehle. Trotzdem habe ich jetzt noch 2 weitere Tipps für dich. Tipp Nummer 2, den ich für dich habe, der nennt sich Mietkauf. Das ist wirklich so eine Mischung draus aus Technik mieten, wie aus Tipp 1, und der Technik gleich kaufen. Sie hat den ganz großen Vorteil, du mietkaufst die Technik, sie wird dir zugeschickt, du hast sie bei dir zu Hause und musst sie nicht jedes Mal zum Verleiher hinbringen, abholen. Das ist wie so ein Kauf, die steht da, die Technik, und gehört dir schon zur Hälfte.
Und da ist es so, dass du den Preis von dem Gerät nicht gleich direkt auf einmal bezahlen wolltest, sondern wie bei so einer Miete tust du eine monatliche Summe im Endeffekt bezahlen. Ich glaube, den größten Anbieter, den es da gerade bei uns im DJ-Bereich gibt, nennt sich rent2bymusic.com. Das ist der größte, den verlinke ich dir auch nochmal in den Kommentaren hier drunter. Da kannst du zum Beispiel Mietkauf betreiben. Der ganz große Vorteil, den habe ich dir gerade schon genannt, du musst nicht immer so einen Verleiher hin und her fahren, kriegst trotzdem deine Technik und kannst sie monatlich zum Beispiel auf 72 Monate in kleinen Raten abbezahlen. Das ist der ganz große Vorteil. Natürlich hat Mietkauf aber auch einen ganz großen negativen Teil und der ist, dass du für das Gerät, wenn du es mietkaufst, deutlich mehr Geld bezahlen musst, als wenn du es direkt im Laden kaufen würdest. Meistens sind das zwischen, ich sage jetzt mal, 20-40% der Kaufsumme mehr, als wenn du es direkt kaufen würdest. Das ist der kleine bittere Beigeschmack. Dafür hast du aber die Möglichkeit, die Technik direkt zu erhalten und die einfach über monatliche Raten zu bezahlen. Das ist Mietkauf. Wenn dich das Thema interessiert und du ein paar Preisbeispiele dafür sehen willst, verlinke ich dir ein kleines Video drüber. Mein DJ-Kollege DJ Asosso hat sich mit dem Thema Mietkauf mal beschäftigt, hat zum Beispiel auch Rent2bymusic getestet. Er war jetzt nicht so happy drüber, was er da rausgefunden hat, aber da kann ja jeder seine eigene Meinung drüber haben. Ich verlinke dir das Video einfach mal hier drüber. Viel Spaß! Tipp Nummer 3, den ich für dich habe, der hat sich in den letzten Jahren erst ganz, ganz stark entwickelt und die ganzen Kaufhäuser wie zum Beispiel der Music Store, Thomann oder auch Session Music bieten das an und das ist eine Ratenfinanzierung. Du kannst deine Geräte, die du kaufst, auf mehrere Raten monatlich finanzieren. Das ist ähnlich wie der Mietkauf, nur dass das halt das Kaufhaus oder der Store im Endeffekt, wo du deine Technik kaufst, selbst übernimmt. Hier ist der ganz große Vorteil, diese Häuser haben manchmal so ganz exklusive Ratenverträge und können dir oft sowas zum Beispiel zu 0% anbieten. Das heißt, du bezahlst wirklich nicht mehr, als das Gerät normalerweise kosten würde, wenn du es direkt kaufen würdest. Das ist der ganz große Vorteil dran. Das ein oder andere Kaufhaus, wie gesagt, bietet sowas zum Beispiel an, aber da kannst du dich ja direkt informieren. Ich weiß ja nicht, wie gesagt, wo du einkaufst, ob das der Music Store ist, ob das Thomann ist, ob das Session Music ist. Das macht jeder anders und wie gesagt, der ein oder andere bietet eine 0% Finanzierung an. Ganz wichtig dazu zu sagen, und das ist auch der Unterschied zu diesem Mietkaufsystem, Mietkauf macht keine Schufa-Auskunft. Das heißt, die holen sich keine Schufa-Abfrage oder keine Schufa-Eintragung von dir, sondern tun selbst entscheiden, ob sie dir zum Mietkauf ein Gerät geben. Thomann, Session Music und die ganzen Kaufhäuser zum Beispiel, die das über 0% machen, die machen das über eine fremde Bank. Einer der größten Anbieter ist, glaube ich, zum Beispiel die Targo Bank oder auch die Commerzbank bietet sowas an. Und wenn die auf gut Deutsch Geld dir in Vorleistung treten oder dir leihen auf gut Deutsch oder diese Kaufsumme in Vorleistung treten, dann machen die eine sogenannte Schufa-Abfrage. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass dein Schufa-Konto natürlich sauber ist. Das heißt, dass du noch nie mit Handyverträgen oder sowas Probleme hast, immer deine Rechnung bezahlt hast, wenn du dir irgendwo mal was auf Raten gekauft hast. Wenn das für dich grün ist, dann geben die dir meistens auch grünes Licht. Die prüfen dich einmal nach. Personalausweis und sonstiges musst du dazu mitbringen. Aber wie gesagt, die 0% Finanzierung in Kaufhäusern ist da zum Beispiel auch noch eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ja, das waren sie. Meine 3 Tipps, wie du an deine eigene Technik kommen kannst, wenn du aktuell zum Beispiel gar kein Geld hast. Das waren die 3 Tipps. Wenn sie dir gefallen haben, gib mir doch einen Daumen nach oben. Vielleicht kennst du sogar noch einen 4. oder vielleicht sogar noch einen 5. Tipp. Dann schreib ihn mir doch einfach in die Kommentare hier unter dieses Video drunter. Ich würde mich freuen, einfach auch von deinen Tipps profitieren zu können. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann abonniere doch einfach meinen YouTube-Kanal. Den findest du direkt hier oben rechts. Dann sehen wir uns in zukünftigen Videos auch wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Mach's gut, der Mike.